Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wie man sehen kann, bin ich wieder im Menü und wie man da oben rechts schon sehen kann, Gemeinschaftsexpedition. Begib dich auf eine zeitlich begrenzt verfügbare Expedition mit besonderen Belohnungen. Expedition 7, Leviathan. Der Tod ist nicht das Ende. Der Loop bleibt bestehen. Wir haben nur noch 6 Tage dafür Zeit, echt? Ging das nicht letzte Woche Freitag erst los? Ist das schon eine Woche her? Uff. Das ist dann aber ein bisschen hart. 6 Tage. Ich weiß nicht, ob ich das in 6 Tagen schaffen kann. Das könnte wieder interessant werden. Also das wird wieder so eine, ich sag erstmal am Anfang Open End, ja. Open End, Versuchsexpedition, hätte ich beinahe gesagt. Weil, ja, wir müssen gucken, ob wir das schaffen. Oder nicht. Und, gucken wir mal. Es wäre natürlich schön, wenn wir ein paar Belohnungen abstauben können. Es soll nicht ganz so lang sein, habe ich gehört. Aber wenn da Permadeath drin ist, uff, das ist normalerweise nicht so mein Ding. Das könnte sein, dass das gleich am Anfang wieder aus den Schuhen haut. Da müssen wir gucken. Starten wir mal. Wo führt die Reise uns hin? Das werden wir hoffentlich gleich sehen. Expedition initialisieren. Expedition Nummer 7, Redux, Leviathan. Da ist mein Raumschiff. Du bist erwacht. Es ist ein neuer Tag und es ist Zeit, sich erneut dem Loop zu stellen. Dies ist eine Expedition mit dauerhaftem Tod, doch Schlüsselelemente werden zwischen den Loops beibehalten. Schließe Meilensteine ab, um Prämien zu verdienen. Schließe besondere, exklusive Gegenstände, alle Meilensteine einer Phase ab. Sieh dir den Fortschritt auf der Expeditionsseite an. Der Tod wird diesen Speicherstand neu laden, aber Belohnungen bleiben erhalten. Schließ die Gemeinschaftsforschung ab, um anhaltende Upgrades zu erhalten. Der Tod ist nicht das Ende, der Loop bleibt bestehen. Das heißt, wenn wir drauf gehen, sind wir wieder am Anfang. Im Grunde genommen hier, hätte ich vorher gesagt. Aber wir behalten die Errungenschaften. Das Problem ist natürlich nur, Expedition beinhaltet den dauerhaften Tod und der Fortschritt wird nach dem Tod zurückgesetzt. Wähle Gedenken, um dies als deine Mission anzupinnen. Weiter Escape findest du Meilensteine. Kann ich mal kurz rausgehen oder gehe ich gleich drauf? Ich gehe wahrscheinlich gleich drauf. Ich sollte mich gerade mal ein bisschen verziehen hier, würde ich sagen. Erstmal müssen wir ein bisschen Sachen mitnehmen. Ja, wir gehen nämlich gleich schon drauf, hier sehe ich gerade. Das fängt schon gut an. Ich muss ganz schnell Sachen mitnehmen. Auch Natrium hier, das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Was ist das hier? Nicht so wichtig. Da ist Sauerstoff. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ist natürlich toll, dass der Planet giftig ist. Das ist natürlich das Beste, was man nur kriegen kann. Die Musik ist auch ein bisschen laut gerade, muss ich zugeben. Okay, jetzt ist sie weg. Damage from Starvation. Oh Gott, wir gehen auch gleich drauf. Kann ich mich gerade ins Wasser flüchten, kurz, damit ich nicht sofort drauf gehe? Bitte. Nee, es geht nicht. Okay. Oh, da muss ich mir gerade einen Akku reindrücken. Holy moly. Erinnerungsfragment. Aberrantes. Ja, ich weiß. Zytophosphat.
Ich guck mal gerade, was wir hier mitnehmen können. Ich nehme gerade alles mit, was hier nagelfest ist. Ich will hier gerade nicht drauf gehen auf die Schnelle erstmal. Ich will mir gerne. Oh. Jetzt gehe ich drauf, weil ich hier absaufe. Das fehlt mir auch noch gerade. Ich frage mich, ob die Sachen dann wieder respawnen hier. Ich muss eigentlich mal gucken, was ich eigentlich alles brauche. Ich wollte mir die Errungenschaften mal angucken. Das heißt, der Tod ist nicht das Ende. Warte, Escape. Jetzt muss man gerade schnell gucken. Was haben wir hier? Hole ein vergangenes Leben zurück. Lokalisiere Raumschiff, haben wir schon gefunden. Erblicke den Loop. Sterben. Stirb, es ist unvermeidlich. Echt? Das ist im ersten Ding schon drin? Grenze überprüfen, den Loop unterbrechen. Hilft Prule nach Mustern im Loop zu suchen. Oh. Erreiche Ankerpunkt 1. Stell dich deinen Geistern. Baue den Erinnerungsresonator. Oh, Backe, das könnte hart werden. Zyklusbeobachtung. Schließe den ersten universellen Loop ab. Ankerpunkt 2. Spüre den Hunger. Baue den Erinnerungsresonator. Richte eine Basis auf einem verseuchten Planeten. Oh, na toll, das ist natürlich genial. Lerne 3 Wörter in jeder Fremdsprache. Das kriegen wir hin. Freue dich mit einer aggressiven Kreatur an. Wir gehen sowieso gleich drauf. Ich lese erstmal eine Runde. Erkunde eine Frachterabsturzstelle. Okay. Zweiten Loop abschließen. Oh, Backe. Ankerpunkt 3. Spüre ihren Durst. Stiel flüsternde Eier. Oh, nö. Bitte nicht. Die sind fies. Weil wenn du die klaust, dann kommt der ganze Mist da raus. Sammle Sturmkristalle. Das könnte auch interessant werden. Beschwöre dein eigenes Erinnerungsfragment. Was? Verdiene 5,5 Millionen Units. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Werde Zeuge der Torheit. Erinnerungsresonanz. Schmuggel verbotene Ware. 500.000. Beseitige Wächterin eine Wächtereinheit eines Planeten. Okay. Eliminiere Wächter. 5 Wächter sollst du eliminieren. Verdiene 1000. Okay. Stell dich dieser Vergangenheit, finde Muster im Loop, unbekannt, 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 okay. Puh, das könnte interessant werden. Ich bin gleich tot wahrscheinlich schon wieder. Ah, nice. Ich lebe aber noch, also alles gut. Alles gut, alles gut. Ich erleide Schaden durch Einatmen von Gift, aber das könnte immer gut. Unvermeidlich. Was haben wir denn da oben? Oh, der Tod ist nicht das Ende. Steig wieder in den Loop ein. Reisender universelle Erinnerungen bei 30%. Okay. Jetzt muss ich wieder laden. Im Cousins-System. 5 Minuten haben wir gespielt. 8 Tage verbleibend. Wieso steht da 8, wenn da im Dings drin stand nur 6 Tage? Das ist doch irgendwas nicht richtig. Hier ist noch der andere, die Gebranntbarken. Das war das vorher noch. Kann man schon wieder sehen, wie spät es ist gerade. Etwas früher als sonst. Aber naja. Tja, da sind wir gerade verreckt. Aber wir hatten ja noch nicht großartig was. Also von daher, okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Das, ja. Steige in den Loop wieder ein. Das ist so, du bist umgenockt worden und jetzt siehst du, dass du wieder an den Start kommst. Wir sind wieder da, wir nehmen alles mit, was in die Lage fest ist. Ja, das kennen wir schon. Wir haben nichts mehr im Inventar, ne? Doch, wir haben das hier. Ich nehme. Da ist gerade was. Iterieren, wiederholen. Okay, den Meilenstein haben wir schon abgeschlossen. Siehst du, guck mal, haben wir schon einen Meilenstein geschafft. Unbeabsichtigt eigentlich schon fast. Guck mal, da hat einer eine Basis gebaut. Eine Brücke. Oder stand die da vorher schon? Bin mir nicht sicher. So, ich nehme gerade mit hier. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Ich versuche gerade alles mitzunehmen, was nicht in die Lage fest ist. Wir müssen so schnell wie möglich sammeln. Time is running out.
Bin mal gespannt, ob ich das hier gebacken kriege. Ich würde es ja gerne bis zum Ende schaffen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Also schon mal überladen. Was habe ich eigentlich für ein Multiwerkzeug hier? Oh, A-Klasse. Oh, nice. Das Ding müssen wir reparieren, sehe ich gerade noch. Landschaftsverformer, Kohlenstoff-Nanorohr, Wasserstoff-Gelee. Die können wir eigentlich auch gleich bauen. Chromatisches Metall. Und das hier. Haben wir gemacht. Können wir direkt wieder aufladen. Okay. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich brauche gerade Dinge. Ich muss mal gerade gucken. Mit C pingen. Da oben. Ich brauche sofort Dingens. Natrium. Denn ich hätte gerne ein wenig Reserve. Allerdings ist auch noch Natrium. Ich muss nur gucken, wenn hier irgendwelche Pflanzen sind. Das könnte tödlich enden, fürchte ich. Wie viel Natrium haben wir mitgenommen? 9. Wow, die 9 haben jetzt nicht so viel gebracht, muss ich zugeben. Da ist schon eine giftige Pflanze. Da geht schon los. Gleich kaputt machen. Ja, 9 ist jetzt nicht so viel, das ist die nächste. Alter, was geht denn ab hier? Guck mal, da sind 3 Stück hier. Ich frag mich, ob die einen direkt auseinandernehmen, wenn du so da reinläufst in eine. Ausprobieren will ich es aber nicht. Okay, der Giftschutz, der nimmt viel zu schnell ab. Das ist viel zu hardcore gerade. Das ist viel zu hardcore gerade hier. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Wir sollten die Batterien nehmen. Was bräuchte denn, um Batterien zu bauen? Staub und Kobalt. Oh, Kobalt brauchen wir. Das ist schon mal nicht so toll. Ja, wie machen wir das denn? Ich nehme mal gerade Kohlenstoff noch ein bisschen mit, aber wir müssen hier definitiv weg eigentlich, weil die Akkus halten nicht ewig. Ich muss jetzt mal rausfinden, wo mein Raumschiff ist. Das höre ich eigentlich nicht gerne jetzt hier, muss ich zugeben. Wir sind gleich schon am Ende. Wir sind gleich schon am... Uäh. Achso, das Ding ist okay. Kann ich mir noch Dingens bauen? Ich muss eine Batterie einsetzen, ne? Ja, 7%, wir müssen eine Batterie einbauen. 2 Batterien, oh Backe. Das sind sogar 2 Batterien, die wir bauen. Okay, das heißt, wir müssen ganz schnell Batterien bauen. Das höre ich jetzt nicht gerne hier. Wir müssen gucken, dass wir hier wegkommen. Das geht natürlich nicht, wenn gerade wieder alles überhitzt ist hier. Wir müssen ja mal gucken, was wir alles bauen könnten oder müssten. Das ist natürlich schon ein bisschen krass jetzt hier. Ich bin gerade nicht so viel am Quatschen, weil ich versuche mich ein bisschen zu konzentrieren. Auch wenn ich jetzt gerade nur Dinge abbaue, wo man sich eigentlich nicht so konzentrieren müsste. Okay. Kohlenstoff Nanor, die Wasserstoff. So. Oh, ich habe ein Solarschiff, habe ich gerade gesehen. Nice. Terrainmanipulator ist dran. Okay, wo muss ich jetzt hin? Wo ist mein Raumschiff? Da lang. Da unten ist mein Raumschiff. Dann kehren wir zum Raumschiff zurück, dann sind wir erstmal ein bisschen safe. Wir müssen 3 Worte lernen, müssen aber gleichzeitig gucken, oh Backe, dass wir hier nicht in so ein Dingens laufen. Ich brauche die Wasserstoff wieder ganz viel, weil ich Lebenshaltungsskill noch craften muss. Ich habe die Befürchtung, die 5 Dinger reichen gerade so, dass wir zum Raumschiff kommen. Ich bin ja schon froh, dass wir ein A-Klasse-Modul, ein A-Klasse-Dingen haben hier. Reißt das schon wieder ganz schön aus hier. Wir müssen 3 Worte lernen von verschiedenen Sprachen. Das heißt, wir können die Dinger lernen oder wir können in Dingens gehen. Ich laufe mal los. Okay. Vision der Gag.
Oh, haben die ein neues Symbol gekriegt, die Dinger? Hey, 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 woi, woi, woi. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Eine kleine, fremdartige Lebensform kniet vor mir nieder. Sie wirkt müde, geschlagen. Ohne mir in die Augen zu blicken, reicht sie mir ihre Hand. Wissen annehmen. Der Name Gig geistert mir als Echo der seltsamen Vision, die ich gerade hatte, durch den Kopf. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Gag. Die Gag haben mir gerade das Wort Gag beigebracht. Und ich sehe gerade, wir müssen ganz schön weit laufen. Wir können gleich nicht mehr laufen. Uff. Nicht gut. Ich muss wieder aufladen. Mir geht der Saft aus. Ist da unten schon eine Basis oder unten schon eine Basis gebaut? Ich höre schon wieder giftige Dinge. Ich muss mich gerade ein bisschen erholen und dann muss ich weiterlaufen. Und zwar ganz schnell. Ich muss darüber. Ich muss gucken, ob was mein Schiff hat und wie ich das repariert kriege. Und dann müssen wir hier definitiv weg. Wir haben auch nicht viel Schild, habe ich gesehen. Ich glaube, unser Schild ist halbiert und unser Leben ist auch mehr als die Hälfte. Weniger als die Hälfte. Komm schon, wir haben kein Dingens mehr. Wir haben nur noch ein Akku-Pack, das ist nicht mehr sehr viel. Ich gebe mir noch ein bisschen Eisen mit, was geht gerade hier. Weil ich brauchte Eisen, glaube ich, für das Pack. Ich weiß nicht genau, Kobalt brauchte ich auch noch. Kobalt habe ich aber leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich Kobalt hier abbauen kann. Au, das hat mich doch erwischt. Okay, das war nicht so geil. Der Radius ist zu groß. Ist das Kobalt? Warte mal. Kohlenstoff. Nee. Alter, hier stehen ganz schön viele. Okay. Ich habe so ein Schiff gekriegt. Neuer Anfang, du hast ein Raumschiff erreicht. Juhu. Da ist es, mein Raumschiff. Es ist ein wenig lediert. Aber wir leben. Ich wollte es. Ich verdiene. Sicher, das war nur für mich und diese Beute mir. Aus dem Funkgerät des Schiffes ertönt eine unbekannte und doch sehr vertraute Stimme. Ich habe das ungute Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Schiffsaudio bereinigen, Anomalie aufspüren, Anomalie aufspüren. Nichts, kein Entkommen, vielleicht Polo? Aha. Alles klar. So, was brauchen wir denn hier? Oh, Weiß haben wir hier, okay. Gucken wir mal, wir haben ein bisschen was da. Hermetische Siege, Metallplatte, reines Ferrit brauchen wir 50, damit wir hier wegkommen. Uff. Solarsegel haben wir drauf. Metallplatte ist kein Problem. Hermetische Siegel, weiß ich jetzt nicht. Brauchen wir Kohlenstoff-Nanorohr dafür? Oh, wir haben keine hermetische Siegel. Haha, das wird schon spaßig. Wir haben kein hermetisches Siegel hier. Haben wir noch nicht gelernt. Das ist schlecht. Die Wasserstoff wird kein Problem sein. Reines Ferrit können wir. Können wir das craften hier? Ne, können wir auch nicht. Was haben wir hier? Wärmeschutzmodul. Bauen wir ein. Okay. Da müssen wir Sauerstoff. Können wir Lebenserhaltungsskill bauen, bitte? Die Wasserstoffgelee brauchen wir einen. Okay. Wir brauchen noch mehr davon. Wie viel können wir davon herstellen eigentlich? Gucken wir mal. Oh, wir können nur drei herstellen. Na gut. Dann stellen wir drei davon her. Dann haben wir das zumindest schon mal da. Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen viel mehr die Wasserstoff. Die Akkus müssten wir herstellen. Dafür brauchen wir Ferritstaub und Kobalt. Kobalt haben wir nicht. Mist. Das ist schon ein Problem. Wir kommen hier nicht weg. Oh, da hat einer schon eine Butze gebaut, dass du dich drunter stellen kannst. Ein Geschenk aus der Vergangenheit erhalten.
Wir müssen eigentlich in der Nähe des Raumschiffs bleiben, hier wegen dem Giftschuss. Das ist das Problem. Ich kann nämlich nicht Dings aufbauen. Pingen wir mal gerade wieder eine Runde. Sauerstoff, Natrium. Erst mehr Natrium da ist Wasserstoff. Nehmen wir mit. Ist das dein Ernst? Ein Sturm? Dann komme ich hier jetzt aber nicht weg. Wir müssen hier weg. Ich wollte gerade noch ein bisschen was mitnehmen. Da ist eine Brücke darüber gebaut. Ich frage mich, wo die Brücke hinführt. Ich muss mich verziehen. Der Sturm kommt gleich. Da ist der Sturm schon. Lauf, gib alles. Wir müssen ins Schiff. Wir können uns auch unterstellen hier, aber ich gehe mal gerade ins Schiff. Das war knapp. Tja, wie machen wir das denn jetzt? Hier reines Ferrit brauchen wir, aber wir können das nicht herstellen. Ich müsste mir, glaube ich, die Dinge jetzt mal angucken. Was haben wir hier? Haben wir noch ein bisschen Diewasserstoff hergestellt? Okay. Sauerstoff, nee, Kohlenstoff haben wir ein bisschen. Wir haben ein bisschen Diewasserstoff, wir haben ein bisschen Sauerstoff. Wir brauchen aber mehr, um die Ionenakkus herzustellen. Kobalt fehlt uns halt. Kann ich? Nee, kann ich nicht gerade. Ich muss jetzt echt warten, bis der Sturm weg ist. Das ist blöde. Da sind noch Kisten und so, die ich hier sehen kann. Ich weiß aber nicht genau, ob die irgendwem gehören. Lebensfähige Komponenten des Raumschiffs nicht verfügbar. Wähle Meilenstein. Wir gucken mal an die Meilensteine nach. Repariert ein Raumschiff? Okay. Können wir gerade nicht. Das gibt es nie als Belohnung. Lebenserhaltung, Ionenakku. Das müssen wir definitiv mitnehmen. Belohnung einsammeln. Okay. Das müssen wir definitiv machen hier. Erinnerungsfragmente für einen Exo-Anzug und Treibstoff, okay. Ionenakkus, sehr gut. Die müssen wir haben, weil sonst schaffen wir das hier nicht. Ich glaube, mein Inventar ist jetzt voll, kann das sein? Hier haben wir noch was. Hermetisches Siegel, ja, das brauchen wir. Und Erinnerungsfragmente. Okay, da haben wir es schon. Jetzt können wir es bauen. Basiskomputer haben wir auch schon gelernt. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann können wir jetzt hier, die können wir alle essen, ne? Absorbieren. Boah, die Geräusche sind fies, Alter. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Da dreht sich mir gerade meine Gehirnwellen hier. Strahlungsschutzmodul. Das brauchen wir. Wobei, ne, Giftmodul, ne? Gefahrenschutz-Upgrade. Puh, können wir das doch, wir können das später sortieren. Hier, komm, dann mach das da erstmal hin. Strahlenschutz bauen wir hier auch direkt mit ein. So. Alles mitnehmen, was in die Lage ist. Das ist fürs Raumschiff, ne? Einbaufähiges Technologiepaket. Mit instabilen Plasmaladen. Das ist ausgegraut. Da brauche ich noch die Wasserstoff, da brauche ich Dingens. Okay. Hermetisches Siegel habe ich gelernt jetzt hier da. Verdichter Kohlenstoff. Wir können Kohlenstoff noch nicht verdichten. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir das machen können. Okay, da brauchte ich die Wasserstoffgelee. Das können wir herstellen. Habe ich schon eingebaut. Okay, so geht's auch. Alles klar. Das haben wir gemacht. Reines Ferrit habe ich noch nicht. Wir können auf jeden Fall rausgehen. Okay. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Das sind Basen, das sind Module. Physium. Da
Datenstruktur gefährliche Flora. Das ist auch giftig. Hier, Natrium gibt mir das aber. Gib das mal her. Natrium kann ich gebrauchen. Okay. Physium. Natrium. Das Natrium zum Abbauen. Wahrscheinlich ist es schon abgebaut worden, oder? Bestimmt. Das ist das Erste, was die Leute abbauen. Bestimmt. Würde ich auch machen. Deswegen bin ich gerade auf dem Weg dahin. Au, das war nicht gut. Ich habe das Ding wieder nicht gesehen. Das mache ich aber nicht lange mit hier, wenn ich da andauernd die Dinger mitnehme. Und ich kann wieder nicht laufen. Impulsantrieb noch nicht repariert. Startdüsen auch noch nicht repariert. Das wird aber schon ein harter Anfang jetzt hier, um von dem Planeten runterzukommen, ne? Oh, jetzt ist es auch noch dunkel. Das ist auch nicht so toll. Das ist bestimmt schon weg. Bestimmt. Ich weiß. Komm, wir lernen nochmal ein Wort. Freund. Das nehmen wir alles mit hier, wenn wir können. So viel wie möglich. Ich brauche reines Ferrit. Hier kann ich hier aber, glaube ich, nicht abbauen, oder? Ich müsste mir die Steine genauer angucken hier. Vielleicht gibt es hier doch reines Ferrit. Waffenladung aufgebraucht. Echt schon? Okay. Also ich nehme gerade das ganze Diewasserstoff mit, damit ich mir hier Überlebenspacks bauen kann. Ja, passt ja, dass wir am Anfang gestorben sind. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht mehr sterben. Ich gehe mal davon aus, dass die Forschung vielleicht zurückgesetzt wird, wenn man stirbt. Oh, es geht schon los. Ich brauche ein neues Pack. Problem ist, ich brauche mal zwei. Also ich habe nicht so viel Zeit hier. Das wurde nicht abgebaut. Okay, das wundert mich, dass das keiner abgebaut hat. Warum nicht? Normal ist das das Erste, was abgebaut wird hier. Dann nehme ich das mit. Dankeschön. Da sage ich jetzt natürlich nicht Nein zu, ne? Das Blöde ist nur, die nach mir kommen, die haben jetzt hier noch ein Loch dann. Da ist dann leider nichts mehr. Mich würde interessieren, wenn ich das jetzt wieder rekonstruieren würde, ob der dann das ganze Natrium hier wieder reinstecken würde. Ich kann dann hoffentlich hiermit ein wenig gegenkontern. Dass wir hier am Leben bleiben. Das hatte ich aber auch gehabt, dass ich, das verstehe ich aber auch nicht bei No Man's Sky. Warum wird denn hier die Ader noch angezeigt, wenn das nachher einer abgebaut hat? Das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist nochmal sowas, was rausgenommen werden müsste. Das ist auch was, was man auch in vielen Fällen sieht, ne? Wenn es ums Überleben geht, dann ist jeder Mensch für sich interessanterweise. Und ja. Machen natürlich nicht alle, aber doch viele leider. Das ist sogar eine ganz große Ader hier, krass. Die Frage, nehme ich die jetzt komplett mit oder lasse ich für die anderen auch noch was da? Sind wir mal so nett und lassen noch was da. Wie viel habe ich denn jetzt mitgenommen? 400 Natrium, komm, wir füllen das auf 500 auf und den Rest lassen wir da. Damit hier noch andere ein bisschen eine Chance haben, damit die Ader nicht ganz leer ist. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? 455? Okay, ein bisschen ist noch. Den füllen wir gerade auf und dann nehmen wir noch ein bisschen was mit. Vor allem ein bisschen was. Wahrscheinlich nehme ich gleich doch alles mit hier. Aber eigentlich will ich noch was da lassen für die anderen Leute. Ich sag mal, man kann schon ein bisschen gierig sein, aber man sollte nicht zu gierig sein.
So, was sagt mein Dingens? 500, okay, das reicht. Der Rest bleibt da. Kann sich noch jemand mit begnügen. Wir müssen mal gerade scannen, was wir hier noch alles auf dem Planeten haben. Denn ich würde gerne wissen, ob wir hier, was ist das? Ferritstaub wie Wasserstoff. Können wir das so abdingsen? Ne, warte mal. Ferrit und die Wasserstoff, das ist natürlich nice. Puff, weg ist es. Ich brauche allerdings reines Ferrit. Das macht mir noch Sorgen. Natrium, da hinten ist noch mehr Natrium, aber ich nehme das jetzt mal nicht mit hier. Ich will jetzt auch nicht alles abbauen. Eigentlich müsste ich, aber. Wir spielen ja schließlich Überleben hier, ne? Was ist das da? Achso, da hat einer so ein Ding ins Speicherpunkt gemacht. Wo kriege ich jetzt reines Ferrit her? Ich kann es halt nicht dingsen, ne? Wir haben keine, wie heißt es? Wir haben kein, das geht echt schnell weg hier, ne? Ich will mal gerade gucken, ob ich hier noch andere Sachen finde, die man scannen kann. Kupferansammlung, das wäre wichtig. Das würde ich mitnehmen. Da können wir noch ein paar Wörter lernen. Unterirdisches Relikt ist gar nicht so schlecht. Frachtabwurf. Kupfer. Wir müssten eigentlich da runter. Ich hoffe nur, wir kommen wieder zu unserem Raumschiff zurück. Das macht mir noch Sorgen. Ich werde es bis ins Maximum hin. Obwohl, nee, das ist eigentlich bei Natrium egal. Wie viel habe ich jetzt noch? Ich brauche ungefähr 60. Naja, ein bisschen mehr. Fürs ganze Ding. Das geht mir auch gerade ein bisschen auf den Keks hier. Dieses Giftstoff geht aus. Ja, ich weiß, dass mein Giftstoff ausgeht. Das liegt halt daran, wir sind auf dem giftigen Planeten hier. Giftschutz, nicht Giftstoff. Ich bin ja gerade doof. Ist doch schon jetzt zu spät jetzt hier. Na gut, ich nehme mal, guck mal, wo ich das, ob ich das Kupfer finde hier. Das sehen wir dann aber in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.